Mein Liebster, ich bin immer noch unterwegs und schreibe dir aus diesem Zug, der sich mehr und mehr im Nirgendwo verliert. Ich hoffe, du genießt das Alleinsein. Aber gleichzeitig hoffe ich auch, dass du so viel an mich denkst, wie ich an dich. Wenn ich aus dem Fenster blicke, sehe ich nur mich selbst, gespiegelt im Dunkel und im Nebel, der diese Waggons umhüllt. Es wäre so schön, wenn auch du dich neben mir widerspiegeln würdest. Aber so gebe ich mich damit zufrieden, dein Foto auf meinem Telefon zu betrachten. Ich wollte dich anrufen, aber dann kam mir in den Sinn, dir diesen Brief zu schreiben, um auch ohne dich bei dir zu sein und um mir diese Zeit zu nehmen, in der ich die Sehnsucht nach dir auskoste. Dir zu schreiben ist etwas Besonderes. Es ist, wie wenn jedes Wort, das ich niederschreibe, ein Faden wäre, der die Entfernung zwischen uns zusammenbindet und mich dir näher fühlen lässt. Und ich erfreue mich an dem Gedanken, dass du während des Lesens deine Augen dorthin richtest, wohin ich jetzt die meinen richte. Und dass diese kleinen Zeichen unsere Blicke vereinen können. Süße Sehnsucht, die du mit jedem Wort auf diesem Blatt auskosten kannst, dem ich aus Versehen noch einen Kaffeefleck hinzugefügt habe. Ich liebe dich. Ich habe dich immer bei mir.